Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und für diesen Monat haben Angela von der Stempelfamilie und ich uns für unser Demo-Doppel für die Produktkollektion Glück am Haken von Stampin' Up! Entschieden. Heute gibt es bei uns eine Kartentechnik und bei mir ist es diese Aufstellkarte mit Banderole geworden. Die habe ich das erste Mal bei Angela gebastelt und ich fand die einfach toll und wollte die jetzt auch nochmal gerne zeigen einfach. So. Die ist richtig, da kriegt man richtig viel unter und man kann sie wirklich ganz toll aufstellen. Also ich habe die auch schon häufiger für runde Geburtstage gebastelt. Ich finde die richtig klasse. Oh, ich hoffe, dir gefällt sie genauso. Ja, und bei dem Set, ich bin keine Anglerin, aber es sind so viele tolle maritime Sachen dabei, da musste ich das einfach haben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Fische, die Boje, alles Gute zum Ruhestand finde ich super. Dann gibt es noch ein Prägefolder mit Seiloptik und also unglaublich viel Zubehör bei den Stanzformen. Also hier so eine Wellenpräge, finde ich ganz toll. Kleine Bojen, die Angel, diese Köderhaken alle dabei und so eine Schachtelform, total klasse. Also richtig gut und also Papier sowieso, ne? Also man sieht hier schon bei mir unheimlich viel verwendet schon. Landkartenoptik, Wasser, Köderhaken, Fische. Richtig toll. Ja, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. So, räume mir mal ein bisschen frei. Hier sieht man auch schon, ich habe zum einen die Fische aus dem Papier. Ich habe sie, den konnte ich ausstanzen. Dafür gab es eine Stanzform, für die anderen leider nicht. Ich habe dann alle ausgeschnitten. Aber man kann die Fische zum Teil ausschneiden, ausstanzen. Man kann sie stempeln. Die kleinen Köderhaken. Habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. So, zeig sie nochmal, hier mit der Banderole. Ist ein bisschen größer vom Format, aber ich finde für runde Geburtstage, da hat man auch einfach was von. Das kann der Beschenkte dann hinstellen und hat da noch richtig was von. So, und hier sieht man auch die Papiervielfalt nochmal. Und da habe ich die ganzen Fische aufgeklebt. Viel Glück im neuen Lebensjahr. Ja. So, hier habe ich zum Beispiel grünen Farbkarton, helleren grünen Farbkarton verwendet, weil mir das Waldmoos zu dunkel war. Und weil es das ja nur, wir brauchen nämlich die 12x12 Inch Bögen heute, weil es die ja nur einmal farblich bunt durchgibt, habe ich mich heute für Vanille entschieden. Das gibt es als großes Paket, nur Vanille. Und weil es auch hier drin vorkommt. Wenn man jetzt sagt, ich will nicht so viel buntes Papier haben, dann kann man auch die einfarbigen in Grundweiß oder in Vanille pur nehmen. So, den legen wir hier hin. Mal. Ja. So. Du brauchst für die Karte einen Bogen in 12x9 Inch. Ich weiß, wir arbeiten heute mal mit Inch, aber ist für diese Karte wirklich praktisch, weil es sehr gerade Maße sind, sage ich mal. Dann braucht man 10 Stück vom Designerpapier in 2¾ x 2¾ Inch. Und nochmal 4 Stücke Designerpapier, die sind etwas schmaler, in 2¾ x 1¼. Die Maße schreibe ich dir auch alle unten in die Beschreibung rein, das kannst du dann nachlesen. Und dann noch ein paar Stück, hier habe ich Vanille pur wieder genommen, ich habe meinen schon bestempelt. Je nachdem, wie viel Text man innen oder außen haben möchte, so 1 bis 3 Stück in 2½ x 2½. Für die Verpackung außen 2 Stück Farbkarton in 3x9 Inch und Designerpapier in 2¾ x 8¾. Und die Banderole ist circa, ja, man legt sie drum und misst dann ab. Oder bei dieser hier habe ich 2½ x 8½ Inch genommen. Diese hier habe ich ein Reststück genommen, die ist natürlich schmaler. Hat aber auch die Länge von ungefähr 8½ Inch. So, und damit wir diese tolle Form kriegen, brauchen wir einmal das Schneidebrett, beziehungsweise erstmal das Falzbrett. Kürzen also unser 12x12 Inch Papier auf 12x9, legen es dann an der langen Seite an und falzen bei 3, bei 6 und bei 9 Inch. Das ist sehr praktisch, weil das Stampin' Up! Brett halt diese Linien durchgehend nach Inch hat. Das heißt, man kann das wirklich noch genauer anlegen und schauen, dass es gerade ist.
also bei 3, bei 6 und bei 9. Dann einmal die kurze Seite anlegen und die bei 3 und bei 6 falzen. Das heißt, ich habe gleichmäßige Quadrate, damit da auch hinterher das Designerpapier gleichmäßig drauf passt. So. Dann lege ich es nochmal an der langen Seite an. Und zwar bei 1,5. Und hier zwischen meinen beiden Linien ziehe ich nur da die Falzlinie. Das heißt, ich gehe hier mit meiner Falzklinge hier, falze hier einmal und auf der anderen Seite mache ich das auch nochmal bei 1,5. So. Dann wieder die kurze Seite angelegt und zwischen diesen beiden Linien, da schneide ich hier diesmal wirklich rein, damit das Mittelstück, ich zeige es nochmal hier, damit dieses Mittelstück lose ist. Also ich lege es dann wieder bei 3 an. In diesem Fall das wirklich gut, dass man das immer wieder anlegen kann. Setze meine Klinge da an. Was ist denn mit der Kamera heute? So, ich habe ein bisschen was an den Kameraeinstellungen geändert. Also, ich lege hier oben hier bei 3 Inch an und schneide zwischen den beiden kurzen Linien. Es geht sehr gut, weil die Falzklinge außen so einen kleinen Strich hat, dann sehe ich genau, wo ich sie ansetzen muss, mache das Lineal runter und ziehe bis zur unteren Linie. Wenn man nicht ganz hinkommt, schneidet man nochmal mit der Schere nach. So, und das Ganze bei 6 Inch auch nochmal. Gucken, wo meine Falzlinie ist und einmal runtergezogen. So, das war es auch schon hier mit dem Brett. Ich mache es jetzt so, dass ich alle Falzlinien einmal in beide Richtungen falze, weil es halt rauf und runter geht. Das ist einfacher, um sie gleich in die richtige Richtung zu klicken, anstatt dass man das hier oben in die eine und die nächste Spalte in die andere macht. Finde ich es persönlich einfacher. Und das Papier beschwert sich auch nicht, muss man mal sagen. Also einmal in die eine Richtung. Und dann jetzt nochmal in die andere. Finde, das Vanille ist auch eine sehr schöne Farbe. Sieht ziemlich elegant aus, finde ich, im Gegensatz zum Grundweiß. Hat schon was. So. Die, seht ihr, jetzt mache ich schon selbst den Fehler. Die müssen nicht gefalzt werden. Das habe ich mir persönlich nur als Hilfslinie gefalzt, damit ich hier besser diese beiden Striche danach falzen kann. Also die brauchen nicht gefalzt werden. Wenn du es doch machst, ist nicht schlimm. Das wird dann hinterher mit den Außenseiten wieder stabilisiert. Was aber noch gemacht werden muss, ist hier dieses kleine Innenelement. Das wird einmal so nach innen geknickt. Der Seite auch. Hier war Käse. So. So. Und dann geht es. Der geht nach oben. Ich fange mal bei dem mittleren an, das kann ich mir am leichtesten merken. Der geht nach oben. Das heißt, der geht nach unten und der geht wieder nach oben. Und die beiden anderen genau andersrum. Die bilden Berge. Und damit ist die Grundkarte schon fertig. Also ich finde, das geht echt schnell. Und deshalb mit den Inch, das geht wirklich gut, weil das wirklich gerade Maße sind. So. Dann nehme ich mir meine Stücke Designerpapier hier hinten. Ich habe mich hier für dieses blaue Wellenmuster entschieden. Und für die Anglerhaken. Hier habe ich noch zwei Stück. Da habe ich schon meinen Farbkarton draufgeklebt. Da sollte man gucken, dass man nichts nimmt, wo man das Muster sehen möchte.
weil einfach sehr viel von dem bestempelten Farbkarton weggeht. Deshalb habe ich da dieses hier, diese Landkarte genommen. Fand ich jetzt, fällt nicht so auf und sieht aber trotzdem ganz schön aus. Ja, und dann braucht man einfach nur festkleben, muss man sagen. Ich habe festgestellt, Stampin' Seal Plus, also der Flink und Fest Plus, ist super dafür geeignet. Guck mal, wie ich sie anordnen möchte. Das mache ich immer vorher einmal. Da lege ich mir meine Kärtchen einmal so hin. Kann man dann natürlich wieder so ganz glatt machen. Hier meine Fische und alles Gute zum Ruhestand hätte ich gerne in der Mitte. Oh, für einen passionierten Angler ist das perfekt. Setze diese Stücke hier hin. Und nehme auch meine kleinen Stücke. Ha, die habe ich mir durchnummeriert. Also ich habe die in einem Stück geschnitten. Eins. Zwei. Vier. Das heißt, hier die Fischköpfe gehen ineinander durch. Und dann habe ich sie, wenn ich sie hier aufklebe, auch in einem durch. Deshalb habe ich mir die Rückseiten erstmal nummeriert, damit ich die dann nicht durcheinander bringe oder nochmal puzzeln muss. Das geht eigentlich ganz gut. Abschneiden, Zahl auf die Rückseite, fertig. Ja. Dann kleben wir doch mal auf. Also ich finde, die Karte ist echt beeindruckend. Deshalb musste ich die auch von Angela einmal nachbasteln. Unten in der Beschreibung setze ich dir auch den Link zu Angelas Karte, wenn du die mal sehen möchtest. Auch sehr schön. Kann man auch als Mini-Album gestalten, wenn man noch kleine Fotos reinkleben möchte oder so einen Jahresrückblick machen möchte. So. Hier wieder drauf achten natürlich. Schön mittig. Gleichmäßiger Rand außenrum. Kann auch Flüssigkleber nehmen, doppelseitiges Klebeband, aber der hier hält echt bombenfest. Muss ich sagen, der ist also wirklich toll. Und anfangs dachte ich, ist zu groß, aber ich kriege trotzdem meine Finger noch, ich habe kleine Finger, trotzdem hier unten gut rein. Also hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, obwohl er schon länger im Katalog ist. Ne? Ja, manchmal entdeckt man ja noch neue Sachen. Also man kann die Felder hier gestalten, wie man will. Man kann auch woanders seine Sprüche hinsetzen. Hier sollte man darauf achten, dass man die Wellen nicht hochkant setzt. Gestempelt habe ich hier übrigens mit Boho Blau aus den neuen In Colors und Abendblau, was ja wieder da ist, finde ich richtig schön. Habe dann hier in Abendblau den Fisch und für die Füllung sozusagen in der Two-Step-Technik das Boho-Blau allerdings im zweiten Abdruck genommen. Das war mir sonst zu dunkel. Das heißt, ich habe es einmal aufs Papier vorgestempelt, auf meine Unterlage und dann den zweiten Abdruck genutzt. Finde ich sehr schön. Na, einmal bitte beiseite. So, also ich sage mal, das Schwierigste hier dran ist, sich zu entscheiden, welches von dem Designerpapier man so verwenden möchte, welche Seiten, wie man es anordnen möchte. Das Zuschneiden ist wirklich leicht. Und wenn man diese Hilfslinien hier dabei hat, gut, die sieht man. Aber finde ich jetzt nicht schlimm. Und man kann einfach viel leichter diese beiden hier setzen, ohne dass man noch irgendwas ausmessen muss. So. Dann unsere beiden Sprüche hier in der Mitte. Das finde ich auch toll. Alles Gute zum Ruhestand. Kann man immer wieder gut gebrauchen auf der Arbeit oder so. Nur für Bekannte, die in Ruhestand gehen. Und da habe ich dann auch dieses kleine Wasserelement im ersten und im zweiten Abdruck verwendet, damit das so ein bisschen lebendiger aussieht. So, diese hier
sind ein bisschen schmaler. Man könnte auch einfach das große 2/3 Viertel, zweimal 2/3 Inch Feld teilen, aber ich möchte gleichmäßige Abstände in der Mitte auch haben. Deshalb sind sie ein bisschen schmaler. 1/1 Viertel plus 1/1 Viertel sind 2,5. Die sind also ein bisschen schmaler, aber sieht symmetrischer aus. So, hier ist unsere 1. Kannst du wahrscheinlich nicht sehen, was habe ich so dumm mit Bleistift geschrieben. So viel zum Thema symmetrisch. Man sollte es auch gerade aufkleben dann. Und richtig rum. Ja, haben wir gerade an den Fischen gesehen, die werden auf einmal auf den Kopf geschwommen. Das wollen wir nicht. Hier haben wir die 4. Ja. So, und damit ist die Karte schon im Grunde fertig. Also ich finde, das geht echt schnell, wie gesagt, wenn man sich entschieden hat. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen verzieren. Dafür habe ich verschiedene Fische ausgestempelt. Möchte ich einmal zeigen. Hier habe ich Abendblau und Waldmoos, wobei mein Waldmoos mal wieder aufgefüllt werden muss. Und hier habe ich erst Waldmoos und dann Abendblau. Und ich persönlich finde den oberen Fisch schöner, weil die Strukturen einfach besser rauskommen. Das heißt, die große volle Fläche, die man eigentlich immer als zweite stempelt, ich stempel sie als zweites, wird mit der helleren Farbe gestempelt und der Umriss mit der dunkleren Farbe. Hier sieht man genau andersrum, da kommt der Fisch nicht so richtig zur Geltung. Da kommt zwar sein dicker Bauch zur Geltung, aber das war's dann. Also da immer drauf achten, die dunklere Farbe für den Rahmen sozusagen und die hellere Farbe für die Füllung. So. Und ich würde sagen, wir setzen hier ein paar Fische ins Wasser. Noch dürfen sie schwimmen. Wie gesagt, ich habe hier auch ein paar ausgeschnitten. Ja, da ist man ja schon ganz schön verwöhnt, da habe ich ein bisschen gestört, dass es nur für einen Fisch eine Standsform gibt, aber man kann nicht alles haben. So. Der hier kommt auch mit drauf. Dürfen alle hier ein bisschen schwimmen. Und hier habe ich noch diese Köder. Ich glaube, der gehört dann so rum mit Haken nach unten. Der kommt dann hier hin. Guck mal, was wir hier noch so Übliches haben. Ich versuche es auch gar nicht erst mit den Fachbegriffen, die kenne ich mich nicht. Nee, da gefällt er mir nicht. Kommt also hier hin. So. Das ist ein kleiner Köder. Hier passt mir noch so ein bisschen was hin. Ja, und ich denke, da müssen noch mehr Fische schwimmen. Wir haben ja genug Wasser. Fische ausschneiden, das kann man auch so abends machen, falls man mal vom Fernseher sitzt und gerade nicht bastelt. Oder so, also das ist eine gute Beschäftigung nebenbei. So, und dann hätte ich gerne noch einen. Den nicht. Nö, dann kommen hier oben noch ein paar Köder hin. Den habe ich zum Beispiel auch in Abendblau die Grundform und dann für die Füllung den zweiten Abdruck genommen vom Abendblau. Also einmal auf dem Papier abgestempelt und dann genommen. Weil sonst wäre das zu Ton in Ton und zu dunkel geworden. Das wollte ich nicht. So, dann kommen hier noch ein paar Bojen hin. Bojen. Köder. Ja. Aufgebracht? Nein. So.
Das gefällt mir sehr gut. Das ist meine Karte. Jetzt sieht die aber ein bisschen blöd aus, wenn man die so zusammenklickt. Ich gehe jetzt hier auch noch einmal drüber. Und die Falzlinien wirklich schön flach liegen. Ne? Und dafür haben wir unsere 3x9 Inch Papiere. Die klebe ich jetzt hier einmal drauf. Dafür nehme ich dann wirklich doppelseitiges Klebeband, damit es für mich leichter geht, lege mir die hier flach hin. Und zwar einmal hier an der Außenkante entlang. Einmal hier, der Falzlinie. Und ganz wichtig, hier nicht am beweglichen Element, weil das soll sich ja bewegen. Ne? Muss man aufpassen, kann auch mal passieren. Ganz ehrlich, dann einfach das Papier drauf lassen. So. Und hier sieht man es nicht so gut, aber ich habe hier noch für meinen Workshop als Beispiel, hier sieht man es besser auf dem Gelben, dass man einmal hier so den Rand und wie gesagt das bewegliche Element freilässt. Das zeige ich in meinem Workshop. Einmal hier zum Gucken. Da habe ich die Designerpapierreihe, die wir letzten Monat verwendet haben, genutzt. Den Häusern so zum Bummeln, zum Shoppen, als Gutscheinkarte. Finde ich auch schön, wenn man irgendwie eine bestandene Prüfung hat oder so. Kann man das ganz toll sowas verschenken. Also nicht nur zum Angeln, zum Ruhestand, sondern für alle möglichen Anlässe. So, dann die andere Seite klebe ich mir auch schon einmal. Die Streifen drauf. Wenn man will, kann man diese Außenelemente auch ein bisschen größer machen, damit sie überstehen. Ich persönlich habe festgestellt, ich kriege die dann nicht so richtig sauber aufgeklebt. Die stehen dann nicht gleichmäßig über. Auf der einen Seite steht der linke, auf der anderen Seite steht der andere über. Die andere Seite, das gefällt mir nicht. Deshalb habe ich meine gleich groß wie das Papier gemacht. Ja. Lege ich es mir hier schön flach hin, gehe von einer Seite aus, lege mir das hier unten Kante auf Kante, guck mir alle drei Kanten an und gehe dann ganz vorsichtig hier runter. Wenn man sich nicht ganz so sicher ist, kann man auch gerne Flüssigkleber verwenden, dann kann man es noch ein bisschen schieben. Und das mache ich auf der anderen Seite jetzt genauso. Ja. So, wieder drauf gucken, dass die Kanten hier aufeinander liegen, schön gleichmäßig. Feststreichen. Und dann haben wir auch diese Falzlinien jetzt mehr Stabilität. Die kann man jetzt nicht mehr klinken, weil die Rückseite nicht geklinkt ist. Und wenn man zufaltet, hat man eine schöne Außenansicht, die nicht so aussieht. So, dann möchte ich noch eine Banderole machen. Ich hatte hier noch so ein Reststück. Das ist die Rückseite hier von den Ködern. Einfach wirklich lose drum wickeln. Meine ist doch nicht 8,5 Inch. Die ist länger. Schneide ich mal ein Stück von ab. Lose insofern, wenn es zu fest ist, kann man es nicht mehr schön rauf und runter schieben. Und vor allem auch schwierig wieder drauf zu kriegen. So. Dann mache ich jetzt kleine Klebepunkte einmal hier
Also einmal außen und auf der anderen Seite, von der anderen Seite das Papier. Bei dem größeren, bei dieser hier, habe ich doppelseitiges Klebeband verwendet. Einfach hier an die Kante jeweils gesetzt. Dann schauen, dass man die Linien hier schön übereinander bekommt, die Seitenkanten. Wie gesagt, nicht zu eng machen. Ah, das ist schon ein bisschen fest hier wieder bei mir. Also wirklich schön lose, damit sich's gut schieben lässt. Ich habe jetzt hier noch einmal das Petri Heil mit den Wellen gestempelt. Das setze ich jetzt hier einmal mittig drauf. Und lasse hier oben noch so einen kleinen Köder rausgucken. Dafür kommt der Kleber nach vorne. Ich schiebe mir hier drunter nur die Hälfte. So, und dann kann man das hier so runterschieben. Und wie gesagt, meins ist ein bisschen eng. Deshalb ist das jetzt wieder etwas schwieriger, aber es geht drauf zu kriegen. Wie gesagt, wirklich, da muss man wirklich drauf achten, dass es schön locker ist. Ja. Und das ist auch schon die ganze Karte. Ja. Zwei Varianten. Also wie gesagt, ich finde das ganz toll, wenn man die aufstellen kann. Ist eine schöne Geschenkidee einfach. Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht und du bastelst die mal nach. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal. Guck dir auf alle Fälle auch Angelas Video an. Die hat auch was ganz Tolles gezaubert wieder. Ich kenne ja so von ihr. Ja, wenn du auch mal was von uns bastelst, post es gerne irgendwo, Facebook, Instagram mit dem Hashtag Demo-Doppel. Wir gucken uns sowas immer gerne an. Sind immer erfreut, wenn jemand was nachbastelt. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.